Philipp! Ja, ich muss gleich in die Klapse! Ich muss gleich in die Klapse! Tritt, Bruder. Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir müssen hier lang. Ja, wie ihr hier seht, sitze ich auf einem Moped. Um genau zu sein, auf meiner Yamaha YZ85. Digga, sind wir falsch gefahren? Naja, irgendwie nicht. Vorne lang, wo die jetzt mit dem Hund sind. Wir müssen hier genau abbiegen. Und ich hoffe, die Karre überlebt heute den Tag. Genau. Ah, das war schon der letzte Gang. War vollzieht. Ein Spaß. Ja, wie gesagt, ich hoffe, man versteht mich. Ich rede einfach ein bisschen was lauter. Ich habe diesmal die iPhone-Kopfhörer drin als Mikrofon. Ich hoffe, es übersteuert nicht. Wir fahren jetzt gerade zum Sport und mal gucken heute ein bisschen, was mit der Karre hier abgeht. Die Karre ist aber wahrscheinlich auch schon wieder verkauft. Erstes und letztes Video wahrscheinlich, auch die letzte Fahrt mit ihr. Wenn danach kein Video mehr von ihr kommt, ist sie verkauft. Ihr könnt aber gerne mal, das Video kommt am Sonntag. Und am Sonntag wollte der Typ vorbeikommen und die angucken kommen. Ansonsten ist der Link in der Videobeschreibung drin. Und ja, 85 Kubik Freitag. Schiebt ordentlich. Junge, Junge, Junge. Ich wollte euch gerne mal zeigen. Das ist ein kleiner Booster. Wir müssen jetzt hier rechts. Ich hoffe, der weiß das. Ja, anscheinend schon. Ja, und nach, aber irgendwie dreht die noch ein bisschen hoch im Stand. Im Standgas vielleicht noch im Stand. Wo ist Philipp? Da ist Philipp. Ja, und irgendwie rutscht auch die Kupplung noch. Also, die ist nicht ganz so, die habe ich, ja, die ist nicht ganz so auf dem perfekten technischen Zustand. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ist ja auch immerhin noch eine Kreuz aus Baujahr 2009, aber ich werde euch die Karre auch gleich noch ein bisschen was von außen zeigen. Aber Hauptsache sie fährt. Ich habe die nämlich getauscht gegen die HM. Die HM ist weg. Ja, gefühlt habe ich mir voll die Sachen vorgenommen, die ich erzählen wollte, aber sobald ich auf dem Moped sitze, ist einfach der Kopf. Ist einfach der Kopf aus und ich habe keine Ahnung, was ich sagen wollte. Boah, Junge, habe ich mich erschrocken, Alter. Philipp, was machst du? Jawohl, so muss das. Aber ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt gleich einfach von außen. Halt mal jetzt hier vorne an. Weil die Jungs werden wahrscheinlich jetzt eh komplett anhalten und erstmal ankommen. Genau, hier ist das gute Stück. Yamaha YZ85 aus Baujahr 2009. Upside-Down-Gabel hat sie. Jetzt ist sie natürlich dreckig wegen den ganzen Pfützen von eben. Genau. So an sich ein echt schönes Moped. Muss noch mal gucken, ob hier auch alles dicht hält, weil ich hatte kleine Probleme mit dem Zylinderkopf, beziehungsweise mit der Zylinderkopfdichtung, die war nämlich undicht. Und das habe ich jetzt gemacht. Aber es sieht alles sehr gut aus. Die Schläuche sind auch nicht aufgeblasen, wegen Kompression, weil der hat die Kompression einfach dann ins Kühlsystem gedrückt. Das war nicht ganz so schön. Ja, ich würde sagen, wir warten jetzt gleich noch mal bis die Leute da hinten weg sind. Wir könnten auch mal hier lang gleich fahren. Aber eigentlich wollte ich damit mal ein bisschen Berge erklimmen. Ich muss die Karre auf jeden Fall vor Sonntag noch mal sauber machen.
Ja, genau, mal eben Soundcheck, ne? Also DEP, Komplettanlage ist es, glaube ich, sogar. Very nice, very good. Wie gesagt, die dreht im Stand noch ein bisschen hoch. Ah, jetzt habe ich da Kühlwasser gerade, was hier rauskommt. Das ist natürlich nicht so geil. Da. Fuck, Alter. Ja, ne. Das ist nicht so gut. Ne, das ist nicht so gut. Ich glaube, ich habe das Problem tatsächlich immer noch. Ich würde sie jetzt einfach, ich fahre jetzt nach vorne, lasse sie abkühlen und dann gucke ich mal in den Behälter rein und dann gebe ich euch auch ein Update. Ne, das ist nicht so cool. Heißt, ich muss doch nochmal eine andere Dichtung wahrscheinlich verbauen. Oder einfach den Originalkopf, weil hier ist so ein Rennzylinderkopf drauf. Wegen besserer Kühlung. Pisst richtig raus, das Kühlwasser. Das kommt nämlich oben aus meinem Überlauf raus. Ja, genau, da, hier sieht man diesen Rennzylinderkopf, da ist ein 30er Vergaser drauf, original ist ja ein 24er drauf. Ja, das muss ich dann auf jeden Fall auch noch alles vor Sonntag reparieren. Super. Nee, schön, freut mich. Aber an sich läuft die Karre. Oh,